Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Black Arts und der Mr. Smooth ist da. Sag mal hallo. Guten Tag. Servusle. Guten Tag. Wir freuen uns auf die Pizza, die jeden Moment kommen müsste. Das hoffe ich zumindest. Ich habe Hunger. Ich habe übelsten Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Okay, wir müssen unbedingt noch... Also wir haben die Leute jetzt ausgerüstet. Gott sei Dank haben wir das wieder nicht vergessen. Jetzt sollten wir vielleicht... einen Heiler brauchen wir nicht, aber vielleicht mal eine Runde pennen. Eine Runde pennen wäre ganz nett, ja. Komme ich denn Stadtzentrum? Ja, und dann muss ich wieder... Kommt dir das Gesicht dann noch so bekannt vor? Ja. Ich wollte es vorhin schon ansprechen, habe es mir aber verkniffen. Wo war denn das? Kurtisanenviertel? Nein, im Traumkraut. Genau, im Traumkrautviertel. Da ist der Rausch. Rausch. Ach ja, genau. Ich vergesse immer, dass du mir das Let's Play verfolgt hast. Die Sanzen werden euch lieben. All die Schnauze. So, auf geht's. Wir haben etwas zu erledigen und zwar, das war irgendwas mit einer Wurzel. In Moorhaar. Ja, schlecht. Was tut sie? Sie ruft die Geister der Ahnen. Ist das, ich meine... Ist das ein Ferngespräch? Ist das klug? Nein. Kuh. Wir sollen die Wurzel essen. Kuh. Naja, schlimmer als Schreckkatzenfleisch kann es nicht sein. Kuh. Klingt wie ein Pokémon. Ich hab auch gedacht, was will sie? Sprich Deutsch. Weg durch den Berg. Chapchatanwan, Pomopaka, Huhuwa. Mo, Panka, Yonaona, Panka, Huhuwa. Der Weg in die Höhle führt durch den bleichen See. Durch den? Heißt das, wir müssen tauchen? Ende. Gehen wir. Also schwimmen wird er mit der schweren Rüstung eher nicht. Ich glaube, Naurim kann nicht schwimmen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, bleicher See. Ja, da fragt er uns jetzt was. Lernen müssen wir von niemandem mehr was. Nein. Ich würde aber vorher noch skillen. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine Skill-Folge und in der nächsten Folge ist, glaube ich, auch Mr. Smooth gar nicht mehr da. Das heißt, wir werden in der nächsten, dann ist es wirklich auch ein bisschen spannend. Ja. Dann breche ich hier mal ab. Wir werden jetzt nochmal skillen, die Charaktere ein bisschen hochskillen und uns vielleicht noch ein bisschen unterhalten, weil die Folge hat ja gerade erst angefangen. Also dann sage ich es jetzt, nach 2 Minuten 50 Sekunden. Es ist eine Skill-Folge. Ja, lieber später als nie. Genau. Ja gut, das wäre jetzt eigentlich keine geworden, aber da das Spiel uns so nett schon darauf hinweist, möchte ich doch... Die Frage ist, ob du da unten überhaupt noch skillen kannst. Genau, deswegen sage ich es ja. Die ewige Stadt, ja okay, das machen wir jetzt gerade, die Nebenquests. Gibt's nicht. Doch. Hier, drittes Kapitel, da ist noch was... Finde alle Teile vom Aderlasser, haben wir nicht gefunden. Wir haben aber den Aderlasser. Haken wir es mal so ab. Sprecht mit dem komischen Kili Kirschholz-Gedöns. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Der Folterknecht Goryo. Der war doch irgendwo ganz am Anfang. Ganz am Anfang, genau. Und ich komme da ja nicht mehr hin. Das geht ja nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch verpasst. Vielleicht habe ich es auch wirklich einfach verrallt. Alle anderen haben wir gemacht. Alles andere ist erledigt. Nur diese 2 fehlen. Ich weiß nicht, was mit Frenkel ist. Wir haben halt ein Schwein. Man muss nicht unbedingt Story suchen, wo keine ist. Ne? Aber ich muss sagen, von der Hauptstory her und die Nebenquests, es war alles wunderschön gestaltet, wunderschön gemacht. Und ich rede gerade schon, als wäre das Let's Play vorbei. Warum, lieber Smooth? Erklär's mir. Weiß ich nicht. Ich wollte dich jetzt einfach nicht unterbrechen. Finde ich schön. Okay. Wir skillen. Ich wollte nur noch mal gucken, ob wir vielleicht noch Nebenquests machen. Aber ganz ehrlich, die 2. Ja, Aderlasser haben wir so auch. Und der andere, der Kirschholz, der kann mir den Buckel runterrutschen. Gut. Wir müssen skillen. Ich würde sagen, wir gehen von vorne nach hinten durch. Oder möchtest du wieder mit Naurim anfangen? Nö, fang ruhig mal bei Breezer an. Gut, Breezer. Was könnten wir bei ihr noch skillen? Wir haben das letzte Mal gesagt, gut. Haben wir die Fernkampf schon gemaxt? Da war doch was. Genau, Fingerfertigkeit haben wir gemaxt, aber wir könnten Körperkraft noch ein bisschen hoch. Dann drücken wir nämlich das auch noch alles hoch. Dann geht Parade, Attacke, Ausweichen und Fernkampf hoch. Deswegen würde ich das
Boah, können wir maxen. Sehr nice. Würde ich auch vorschlagen, weil das hilft echt noch ein bisschen. Ja, und vielleicht... Du kannst die Magieresistenz pushen. Ganz genau. Dass wir das noch ein bisschen hochtreiben und damit wäre Breezer auch schon erledigt. Das passt auch, das speichere ich jetzt einfach. Weil Waffentalente brauchen wir wirklich nicht. Sie ist Fernkämpferin, sie bleibt Fernkämpferin. Meistens mit dem Bogen am Brust haben wir gemacht, was soll's. War vielleicht ein Fehler von mir. Aber ganz ehrlich, meh. So, Talente... Sie, Sinnesschärfe wollte ich maxen, Selbstbeherrschung wollte ich maxen, habe ich gemacht. Die anderen sind ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, mein Gott. Sie ist eben unsere Fallenfinderin, das reicht eigentlich auch schon. Hier sind wir eh falsch. So, Fernkampf haben wir mit ihr alles, also da, was will ich da noch skillen, Freunde? Mhm. So, gehen wir weiter zu Naurim, die Grundwerte hier ebenfalls. Stärke, Körperkraft ist voll gemaxt. Wir hatten uns überlegt, die Fingerfertigkeit, nee, nicht bei ihm. Wir wollten Magieresistenz haben wir ein bisschen gepusht gehabt. Ja, aber da hat er schon 18. Das ist gar nicht so übel, ne? Was macht denn der Mut? Aus Mut, ganz links. Mut steigert Magieresistenz, Initiative und Attacke. Attacke wäre nicht noch schlecht, ne? Ja, weil da könntest du sogar... 10. Jetzt haben wir da 10. Das ist schon mal nicht übel. Den könnten wir aber sogar maxen. Mhm. Jetzt könnten wir die Initiative, dann ist er schneller. Wenn wir noch irgendwas finden, was die Initiative günstig... Oh. Wie? Gewandtheit? Entschuldigung. Das bringt Geschwindigkeit, Ausweichen, Parade, Attacke. Machen wir das mal so, nochmal. Wenn wir jetzt noch einen machen, kriegen wir nochmal Geschwindigkeit? Aha. Ah, ist gar nicht so übel. Die Frage ist, was geht noch auf Attacke, dass man da vielleicht auch noch eins hochpusht? Nein, ist schon gemaxt. Ah, Gewandheit, aber da sind wir schon durch. Scheiße. Na, ist auch gemaxt. Eisentrick. Schade, wir kriegen es nicht auf 11. Nein. Wir kriegen es nicht auf 11. Das ist traurig. Sehr, sehr traurig. Der Mut brachte was? Der Mut ging auch mit auf die Attacke mit drauf, ne? Ja, scheiße. Na, es bringt doch nichts, wenn du den Mut rausnimmst. Dann baue ich ja wieder woanders. Ja. Das ist... Schade, ich hätte Attacke echt gern noch auf 11 gebracht. Mhm. Das hätte mir durchaus gefallen, aber wir kriegen es hier nirgendwo mehr hoch. Doch hier, aber da fehlen uns Punkte. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir beenden das hier einfach, nehmen es so mit, wie wir es haben. Geben ihm vielleicht noch Lebenspunkte, dann hält er noch ein bisschen länger durch. 60 ist eine schöne runde Zahl. Ja, die kleine Frontsau. So, als nächstes hätten wir unseren guten Zurbaran. Zurbarino. Da müssen wir gucken, die Zauber. Da würde ich eigentlich gar nicht hier vorne irgendwas noch machen. Stimmt, Astralpunkte hat er ja eigentlich ganz gut. Magieresistenz ist okay. Astralpunkte hat er 51, das reicht mir eigentlich schon. Ja gut, Attacke, Parade und sowas braucht er jetzt nicht wirklich. Nicht wirklich. Waffentalente auch nicht. Talente hat er eigentlich, da bin ich eigentlich immer auf Zauber gegangen. Und ja, die würde ich... Talent zum Zaubern. Genau, die würde ich auch ganz gern, den Eiszauber zum Beispiel, würde ich ganz gern maxen. Mhm. Ist auch nicht mehr allzu teuer. Da haben wir ja bei dem alten Herrn vorhin gesehen, dass der ganz nett kommt. Ja, vor allem, wenn du halt den flächendeckend am Anfang hast und alle Gegner erstmal verlangsamt sind, das kann schon ordentlich was reißen. Yo. Jetzt ist halt die Frage, auf was gehen wir noch... Haben wir noch was auf 13, was wir noch maxen könnten? Ja gut, dann hätte er halt den Feuerball auch noch für flächendeckend. Ist das gar nicht übel, aber den kriegen wir nicht mehr hoch. Dann ist das ein bisschen zu schade, glaube ich. Ja. Oder vielleicht hier noch, dass wir wirklich Zorn der Elemente ihm auch noch bringen, dass wir einfach Gegner umschmeißen können. Wie blöd. Das war der Steinzauber, ne? Genau. Wenn wir da auf 13 kommen würden, würde ich das sogar machen. Jo, da hast du sogar noch was übrig. Geil. Yes. Nehmen wir mit. Yes. Nehmen wir mit. Das möchte ich mit ihm auch noch haben. Ich weiß, den Zauber kennen wir schon von Aurelia, aber der ist einfach so geil. Und ganz ehrlich, Gegner umschmeißen mit Zurbaran und Aurelia und Takate und Naurim prügeln drauf, während Breezer einfach Pfeilhagel regnen lässt. Unschlagbare Kombo. Das, denke ich mal, wird auch so hauptsächlich die Vorgehensweise sein, dass wir mit Zurbaran und Aurelia einfach die Leute umschmeißen und Takate und Naurim hauen drauf, weil wenn die am Boden liegen, das zieht halt echt übel ab. Vor allem Naurim mit seinem Hammerschlag. Gut, bei ihm Talente brauchen wir nicht mehr. Waffentalente haben wir eigentlich auch schon 3 gemaxt, deswegen 4. Alter! Hiebwaffen, Schwerter, Säbel, Speere und Zweihandsäbel. Nicht schlecht.
Ich würde aber ganz gern seine Körperkraft noch steigern. Mhm. Ah, auf Max. Sehr schön. Jo. Das braucht er auf jeden Fall. Jetzt ist halt die Frage, da kriegen wir noch ein bisschen was hoch. Mhm. Zumindest eins schon mal. Gewandtheit ist Max. Mut, der Mut vielleicht noch. Da kriegen wir noch die Attacke hoch. Und die Initiative. Initiative ist halt echt gut, ne? Ja. Damit sind wir fast... Damit sind wir durch. Mhm. Brauchst du eigentlich gar nichts mehr machen. Das war's. So, als letztes. The last one. Aurelia. Ich verklick mich jedes Mal. So, Aurelia. Bei ihr ist halt die Sache... Bei ihr würde ich die Initiative hier, fände ich noch ganz geil, wenn wir die noch ein bisschen hochkriegen. Was haben wir hier? Mut? Attacke? Ja gut, Attacke braucht sie jetzt eigentlich weniger. Aber auf der anderen Seite, wenn du auf Mut gehst, das bringt ja auch Astralpunkte, ne? Stimmt. Stimmt, das würde Magieresistenz, das ist ja auch nicht schlecht. Na. Komm, dann maxen wir das mal. Geht nicht. Kriegen wir nicht hin, aber dann würde ich das echt lassen. Mhm. Und mit den restlichen Punkten... Kannst du mal auf Resistenz gehen, oder? Markiere. Ja, warum nicht? Warum nicht? Kann sie mitnehmen. Okay, dann haben wir die mal geskillt. Wir sind jetzt erst bei 11 Minuten. Ach, weißt du was? Dann gehen wir doch noch rein. Weißt du was? Komm, das ist keine wirkliche Skill-Folge gewesen. Musst du dann halt mit in die Beschreibung mit reinpacken. Nee, ich mach euch hier eine Anzeige rein. Ich hoffe, ich denke da dran. Ich mache euch hier eine Anzeige rein. Falls ich es nicht gemacht habe, scheißt mich in den Kommentaren zusammen, dass ich das gefälligst zu machen habe. Und dann schreibe ich euch hier rein, dass es eben, also am Anfang, ne, wo ich gesagt habe, hier, dass es eine Skillfolge ist, schreibe ich das rein. Der gleiche See. Na schön. Wer taucht zuerst? Warte. Hm? Du bist der Einzige, der das Bannwort kennt. Das ist vermutlich auch besser so. Was, wenn du stirbst? Richtig. Dann ist alles verloren. Du solltest das Wort mit uns teilen. Wenigstens mit einem von uns. Einem, dem du vertraust. Oh Gott. Oh, fuck. Also, sorry, aber Aurelia wird's nicht. Nee. Weil sie einfach gelogen hat. Weil sie einfach... Oh Mann. Buja. Ich schließe mal Sorberan auch aus. Mhm. Einfach, weil er ist ein Grande. Ja, also... Der würde einer Frau alles verraten, wenn sie ihm bestimmte Dinge anbietet. Bleibt noch Takate und Naurim. Niemanden... Nee, ich möchte auch nicht den Leuten allen sagen, dass ich ihnen nicht vertraue. Mhm. Ich vertraue halt Naurim. Unheimlich. Ja. Ich vertraue aber auch Takate, weil Takate ist schon... Kannst du sagen, was du willst? Er ist ein Ehrenmann. Mhm. Ja, das Problem ist, wenn er... Naurim... Hast halt so das Problem, denn wenn du ein bisschen reizt, platzt er halt auch gern mit Sachen raus, ne? Ja gut, aber ich glaube, er kann schon Dinge für sich behalten. Und vor allem wertvolle, wichtige Dinge, weil er ist ein Zwerg. Mhm. Also ich würde Naurim nehmen. Ja. Bist du mit einverstanden? Ich würde Naurim nehmen. Ja. Ich mag den Zwerg. Gut, auf der anderen Seite, Naurim ist von Anfang an dabei. Eben, und das ist er hat uns immer beschützt. Wenn du dir mal vorstellst, Breeza, wo sie da in dem Traum drin war, wo es geheißen ist, ist gefährlich, er steht daneben. Die anderen waren nicht da. Er stand daneben, er hat uns gewarnt, er hat gesagt, hey, pass mal auf, ist scheiße. Er ist halt ein Grummelzwerg. Aber ganz ehrlich, ich mag den Charakter unheimlich gern. Deswegen, ich vertraue Naurim. Ich finde generell die Zwerge so geil. Ja. Auch bei Herr der Ringe. Also von dem her, ist eins mal ein Grundfäger. Zwerge sind aus Fels. Ich vertraue Naurim. Rührend. Fragt sich nur, wie lange er sich das merken kann. Ich vergesse niemals etwas. Okay. Höhle von Mokpantohal. Okay. Höhle. Bitte? Gesundheit. Oh, schau mal, da hängt da wieder einer. Ich weiß nicht, in Blackguards hängen immer Leute. Ja, da schaut's aber auch so nach Chris. Höhle oder Höhle? Oder Höhle. Oder Höhle. Oder wir gehen nach Höhle. Oder nach Höhle. Weißt du was? Ich mache jetzt das einfach mal in der Aufnahme. Ich komme schon wieder gegen das Mikro. Schön. Ich speichere jetzt. In der Aufnahme. So. Habe ich jetzt einfach mal in der Aufnahme gemacht. Ist mir egal. Weil ich habe Angst. So. Was sagst du? Höhle, Höhle oder Höhle? Da weiche nie vom rechten Weg ab. Laufen wir nach unten. An der Abzweigung. Zum Hängenden.
Oh Mann. Ich hab doch was. Siehst du, was da hinten im Eck steht? Das sind Ghule. Das sind Ghule und du siehst, was da Skelett hinten im Eck steht. Das ist gerade hingefallen. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, das sind Ghule, die stehen immer wieder auf, glaube ich. Ich glaube, die waren das. Sind das Ghule? Ja, das sind Ghule. Wunderbar, schön, finde ich gut. Aber auch die Skelette stehen im Moment immer wieder auf. Ja, das heißt, wir müssen wirklich das Ding hier hinten kaputt machen. Schätze ich, denke ich, hoffe ich, glaube ich. Ich weiß nicht, standen Ghule immer wieder auf? Ich bilde mir schon ein. Ja, ich glaube, die sind immer wieder aufgestanden. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger, Freunde. Könnte passieren, dass sie ein bisschen länger geht. Aurelia. 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 Ich würde fast sagen, wir gehen ein bisschen zurück. Und zum Glück war da keine Falle, weil ich ja wieder, weil ich ja wieder so aufgepasst habe. So, soweit ich mich erinnern kann, machen Ghule ganz schön Aua. Wenn du den linken Ghul... Vielleicht haben wir ja Glück und der Steinangriff von ihr zippert auch den Stein weg. Vielleicht hilft uns das weiter. Da ist eine Kiste, die können wir öffnen. Nee, gut. Ich probier's einfach mal. Was soll's? Aber ich glaube nicht. Guck mal! Nee, das wäre zu einfach. Den musst du wirklich mit einer Nahkampf... Deswegen gehen da auch Pfeile nicht. Na. Weil die wollen, dass du da hinläufst. Das hat schon... ich sag jetzt einfach mal nix. Ich glaube, wir laufen erst los, wenn du Grease hast. Ja, glaube besser ist das. So, Naurim, weißt du was, wenn er schon liegt, ich hoffe, wir trampeln jetzt auch nicht in eine Falle, aber wenn er schon liegt, ja, der ist weg. Es gab einen kurzen Leberhaken. Weißt du, was ich gut finde? Dass die Ghule alle, das finde ich jetzt weniger geil, dass die Ghule alle loslaufen und keiner bewacht die. Also sie sind nicht sonderlich intelligent. Sagen wir es mal so. Du kannst auch mit ihm hinschmeißen, auf ganz großem Niveau. Ja, ich weiß. Das finde ich... Ja. Ja, zumindest für die zwei. Das passt schon. Und anscheinend stehen die doch nicht wieder auf, weil ich ihnen gerade nochmal was abgezogen habe. Also wahrscheinlich werden die auch von dem Kristall geheilt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Kristall ausschalten und dann alle mit ihr erstmal... Gucke nach ich Fallen. Bin vergiftet. Ich sehe überhaupt keine Fallen. Hat der Kristall jetzt auch geheilt, die Ghule? Nein, die sind noch weg. Also nur die Skelette. Finde ich aber auch gar nicht so wild, muss ich sagen. Aber dann kann man sich erst einmal um die gemütlich kümmern, die Skelette, die sind ja... Ja, Pillepalle. Ganz ehrlich, die Ghule finde ich jetzt eigentlich momentan auch nicht so schlimm. Lebt der noch? Der hat 40. Der liegt nur... Doch, es hat sie geheilt. Er liegt nur vom Zauber noch. Wegen Zauber noch. Aber es hat ihn geheilt. Aber gut, so, wenn sie liegen, liegen sie. Ach so. Autsch. Ich würde sagen, Kamerado Zwerg darf sich kümmern um Kamerado Kristall. Ich hoffe, ich rutsche jetzt nicht irgendwo aus. Nein, es scheint alles gut zu gehen, es scheint zu klappen. Da oben ist noch ein Ghoul, der fliegt wieder hin. Breezer kriegt wieder eine rein, finde ich gut. So, Takate. Einmal auf den Kopf. Schön. Unvergiftet. Geil. Yeah. So, Naurim darf wieder hier ein bisschen Party machen. Finde ich ganz gut. Sorbara. Entschuldigung. Oh, um Gottes Willen. Ich glaube, du handelst dir da eigentlich gerade was ein. Wobei. Ja, wenn sie das gehört hätten, hätte ich jetzt ein Problem. Mhm. Wobei ich gerade im Überlegen bin, weil wenn jetzt gleich der Diamant, dann sind die eh wieder geheilt. Ja. Vielleicht sollte ich mir die Astralpunkte echt aufheben und einfach mich ein bisschen, bewegen und dann gut rücken. Weil, ganz ehrlich, wenn die geheilt sind... Ich bin vergiftet! Danke für die Information, mein guter Naurim. Genau dasselbe mit Breeza. Es bringt jetzt eigentlich im Moment gar nichts anzugreifen, weil die eh wieder geheilt werden. Ja gut, warte mal, der hat doch bloß noch 26. Den könntest du doch mit dem... Der rechts... Ja, der liegt am Boden, aber der rechts oben drüber... Der hat nur 19. Der hat nur 19, okay. Das wäre natürlich auch noch eine Option, weil wenn du ihn ganz tot kriegst... Ich glaube, der belebt die wieder. Ja, weil der eine war ja schon im Minusbereich. Geh mal auf den rechten von dem Zweier-Trupp da, weiter unten. Rechts daneben.
Der ist nämlich tot. Der ist nichts wiederbelebt. Nee, heißt, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Smooth. Weil... Was ist der tot? Nein! Okay, ich hätte dich nicht ablenken sollen. Nee, das war jetzt einfach nur von mir dumme geklickt. Das wollte ich nicht. Weil sonst hättest du jetzt mit Breezer nicht hinlaufen können. Und der Heilkristall war gerade aktiv. Der belebt die Kühle einfach nicht wieder. Was wird das Skelett? Was zum Dumm zum Laufen? Ich hab keine Ahnung. Egal. So. Nein! Ich seh's doch gerade. Gut, nimm ihn mit. Kurz in die Tasche stecken. Gift! Weißt du, was ich befürchte? Dass wir einfach danach noch einen Kampf zu bestreiten haben. Mhm. Weil sonst wäre es ja kein Thema eigentlich. Ja. So, ich schmeiß die jetzt aber trotzdem nochmal hin. Einfach weil es... dann treffe ich Breezer voll. Das ist ärgerlich. Ich will Breezer... Treffe ich Breezer? Ich glaube gar nicht. Nee, dürfte ich nicht mal treffen. Wir werden es gleich sehen. Nein. Gut. Tue ich nicht. Hat. Die liegt am Boden und kriegt noch einen Pfeil ab. Das ist wie bei der Matrix hier. Autsch. Jetzt steht der wieder auf. Jetzt steht Breezer wieder auf. Ach nee. Ja, die werden geheilt. Okay. Nur die Toten bleiben tot. Dude. 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 So, ihr zwei legt euch mal hin. Ich hoffe, ich habe Takate jetzt nicht wieder erwischt. Nein. Die legen sich nicht hin. Warum nicht? Warum seid ihr so fies? Warum so gemein? Die haben sich gut ausgeschlafen. Die wollen sie nicht hinlegen. Okay, dann eben nicht. So. Blup. Passt. Die drei stehen echt gut. Das ja, mir. Die stehen richtig gut. Das gefällt mir ganz das gut. Das war auch. Ah, ich glaube, der ist tot. Sehr nice. Nein, der hat noch 5. 6. 6? Ist das eine 5 oder eine 6? Schwer zu lesen. Das ist eine 6. Setzen 6. Naurim darf hier Puddel machen. Hä? Das ist nicht wahr, oder? Das Ding hat nicht wirklich eine Leben. Hä? Alter. Das finde ich jetzt irgendwie geil. Aha, so, der legt sich hin, der ist weg. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Autsch. Der steht auch wieder auf, aber nicht für lange. Oh komm, 40% kann man machen. Reicht. Im Tod nochmal vergiftet. Okay, Aurelia kann eigentlich jetzt da hinten ein bisschen... Ist doch nicht mehr... Party? Ach komm, lass mal den hier. Whee! Immerhin 10. Wird zwar gleich wieder geheilt, aber hey. Schön. Wieso hat's den Kristall? Hat der Kristall wirklich jetzt Astral? Ich glaube, ich nehme mal mit ihm einen Trank. Das ist gar nicht so eine dumme Idee jetzt. Jetzt ist sowieso Naurim dran. Mach weg das Ding, mein Jung. Komm, Alter, dann halt richtig. Na also. Geht doch. Keine halben Sachen hier. Oh Mann. Oh Mann. Da gehe ich nicht hin, weil mit Aurelia treffe ich da besser. Jetzt werden die Skelette ja nicht mehr geheilt. Deswegen gehe ich mal da runter und schütze mir einfach meine Aurelia. Mhm. Besser ist das. Damit dir nichts passiert. Eben bitte das da. Ich weiß nicht, kann ich aber auch mit V nicht anvisieren. Okay. Also, keine Ahnung. Egal. Wieso hat Breezer eigentlich... Volle Lebenspunkte. Hat der Kristall uns auch geheilt? Hä? Nee. Aber Breezer ist voll. Wir haben keinen, der... Naurim ist voll. Ja, es gibt Dinge... Gut, hinterfragen wir es mal nicht. Wenn ich jetzt laufe, werde ich bestimmt hinfallen. Du hättest die Waffe halten sollen. Das hätte auch nichts geholfen. Aber ich bin immerhin ein bisschen weg. Ach nee. Okay, wir kriegen es aber hin. Kristall ist putt. So, jetzt Naurim Kiste aufmachen. Wollte gerade sagen. Geh mal weg da. Kiste, ich bin gespannt, was da drin ist. Bestimmt Gegner. Okay. Es hat ja schön geleuchtet. Erfahren wir erst am Schluss, glaube ich. Mhm. Cool, 100%. Auf den Kopf.
Elfte Kopf. So, und jetzt, ich finde das so cool, dass Subaran das jetzt auch kann. Das bringt schon wirklich was. Ja. Und vor allem, es halt, haut halt auch schadenstechnisch recht gut rein. Ja, es ist nicht schlecht. Vor allem, ich finde das so geil. Lass doch mal jetzt Breezer in Ruhe, ihr dämlichen Dämmlack-Dinger. Und das Geile ist, sie ist immer noch voll. Weiß auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Hey, das steht wieder. Nee, das haben wir gar nicht getötet. Haben wir das, haben wir das umgehauen? Nee. Ich weiß es nicht. Ich glaube das noch nicht. Wie viel hat denn der noch? Der müsste noch ziemlich voll sein. Komm. Das ist fast voll, ja. Komm, mach weg. Ein Versuch was wert. Okay, wen haben wir jetzt? Takate. 10. Ah ja, genau. Das ist jetzt fast weg. Dann dürfte er eigentlich... Fragt sich nur, wozu ein Skelett eine Augenklappe braucht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt Dinge im Leben, die sollte man nicht hinterfragen. Ich hab's schon ein paar Mal gedacht, wenn ich die Kämpfe so gesehen habe. Ein Skelett mit Augenklappe. Ja. Ich ist halt ein Piratenskelett. Ja. So. Oh, die Folge kriegt echt Überlänge. Wir sind fast schon bei einer halben Stunde. Aber okay, gut. Ist auch mal drin. So, Breezer fällt nicht hin. Schön. 6. Setzen. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann gehe ich auf den linken Ghoul, weil der... Nein, andere... nur 30% und ich drücke auch noch. Hat doch funktioniert. Ja gut, man muss auch mal Glück haben. So, Aurelia darf jetzt die beiden da zum Tango einladen. So, gute Nacht. Ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Zauber. Und Naurim hat jetzt da eigentlich bloß noch Putze machen. Zum Mehl zerschnitten. Ich wollte gerade sagen, einmal pulverisiert. So, das Skelett darf sich auch verabschieden. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, dann fehlt eigentlich nur das hier. Also mal runter. Das darf jetzt auch mal seine Knochen sortieren. Verdammt. Hilfe. Keine erst 3 Punkte mehr. Ich lade doch jetzt meine erst. Wobei, ich lade sie doch auf. Weil nicht, dass wir gleich in den Kampf wiederkommen. Wir sind alle voll geheilt. Ich sag ja, das begreife ich irgendwie nicht so ganz, weil Breezer hat ja vorhin erst auf den Deckel gekommen. Ich bin so blöd. Das bringt doch gar nichts. Warum mache ich das? da kann ich dir auch nichts sagen. Aber weißt du was? Hä? Wieso sind wir alle voll geheilt? Ist das ein Bug? Haben wir einen Bug gefunden? Das ist Bug. Ich nenne ihn Bug. Ich drücke mal V. Ah, guck mal. Da ist noch eine Kiste. Kistchen. Da ist ein Kistchen. Gehen wir doch mal hin, bevor wir den Skeletti-Mann da unten putt machen. Mhm. Schauen wir mal, vielleicht ist unten auch noch mal irgendwo eine. Ich bin gerade schon am Gucken, aber ich glaube nicht. Mal V drücken. Nein, da ist nichts. Nur die da oben. Okay. Subaran. Ganz ehrlich, wir sind voll geheilt. Ich weiß nicht warum. Ich wollte vorhin am Anfang der Folge noch sagen, wir hätten noch Vorräte mitnehmen können. Zum Kampieren zwischen den Kämpfen. Ich glaube, da habe ich noch welche. Oder? Waren da keine mehr da? Ich glaube, es waren noch welche da, aber man kann ja nie genug haben. Das ist allerdings auch wieder wahr. Vor allem, wenn du so einen nimmersatten Zwerg dabei hast. Oh ja. Vor allem, wir sind vergiftet und nichts. Uns geht's Bombe. Ja gut, bis halt auf die Statusveränderung, aber sonst... Ja gut, jetzt mittlerweile hat Breezer ein bisschen was verloren. Die hatte gerade noch 33. Ja gut, aber nehmen wir mal nicht so genau. Dafür geht's uns eigentlich echt gut. Ich will ihn eigentlich jetzt noch gar nicht umhauen. Ne? Ich will erst mit Naurim die Kiste. Das Umhauen macht er schon selber. Stell dir mal vor, der wäre jetzt daran gestorben oder so und ich hätte die Kiste nicht gekriegt. Ja, das jetzt ist muss ich echt so noch eine Runde warten. Ist das ein Ernst? Ich könnte jetzt so schön draufhauen. Wobei, warte mal. Ich glaube, der läuft hier wirklich in... Ich glaube wirklich, dass der dahin läuft und wieder hinfällt. Wetten? Okay. Ich glaube, die KI ist so. Jetzt muss er dann erst mal aufstehen. Oh.
Oh, wir warten auch mal. Ich warte noch mal. Ist mir egal. Kannst schon mal machen auf die Kiste. So, Kiste. Machen wir Kiste auf. Jetzt kommen bestimmt noch mal 10 Gegner. Kann ja passieren. So ein kleiner Drache oder deine Lieblingsasseln. Ich hasse Asseln. Ja! Ich hatte recht. So geil. Ich hatte recht. So, mach ihn Platz. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Was, nur 11? Ist ein bisschen peinlich, ne? Komm, lauf dahin, bitte. Tu mir den Gefallen. Wir werden es nie erfahren. Außer der Karte baut jetzt Mist. Nein, baut er nicht. Passt. Nochmal sortierte Knochen. Ja gut, ich fand, das war eine richtig schöne Folge jetzt. Fand ich richtig gut. Wetten, wir kommen jetzt... Ah, wir sind wieder hier. Sehr schön. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Der Mr. Smooth kommt vielleicht in einem anderen Let's Play mal wieder vorbei. Vielleicht auch in diesem. Ich weiß nicht, wie lange Blackguards noch geht. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mich mal wieder besuchst. Aber gerne doch. Und wir hier ein bisschen zusammen gamen. Jo, hat Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Guckt bei Mr. Smooth vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut euch da mal um. Es sind echt schöne Let's Plays. Und damit verabschiede ich mich. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, doch. Ciao.